In etwas mehr als 2 Wochen ist es soweit. Wir dürfen endlich Zelda Tears of the Kingdom spielen. Genau das durften jedoch vergangene Woche bereits ausgewählte YouTuber aus Amerika, die Nintendo extra nach New York eingeladen hat, um das Spiel anzutesten. Darunter auch der amerikanische YouTuber GameXplain, dessen Gameplay wir uns jetzt mal genau ansehen werden, um zu schauen, welche neuen Details es in Tears of the Kingdom so gibt. Deshalb ein großes Dankeschön an GameXplain, schaut auch mal auf seinem Kanal vorbei und wir werden uns jetzt Dinge anschauen, die wir vorher noch nicht wussten aus Tears of the Kingdom. Viel Spaß dabei! Nummer 1, das Startgebiet. Nintendo hat ja bereits bestätigt, dass das Game auf einer der vielen Luftinseln starten wird und man ähnlich wie vom Plateau in BOTW erst nach Abschluss des Tutorials auf dem Boden kann. Es wird ebenfalls vermutet, dass ähnlich wie in Skyward Sword die Wolkendecke anfangs geschlossen sein wird, bis wir das Tutorial abgeschlossen haben. Ich persönlich glaube, dass wir das Startgebiet bereits in Aonumas Gameplay-Präsentation gesehen haben. Die große Luftinsel scheint doch verdächtig nah an das Plateau in BOTW angelehnt worden zu sein. Nummer 2, die Crocs sind zurück. Einigen von euch wird es jetzt bestimmt eiskalt den Rücken runterlaufen, wie dubiosen Dubai-Influencern beim Gedanken an das Finanzamt. Denn die Crocs sind tatsächlich zurück in Tears of the Kingdom. Wie viele es diesmal sein werden, weiß man noch nicht. Nur hoffe ich wirklich, dass es diesmal eine bessere Belohnung fürs Sammeln geben wird. Nummer 3, Fleischpfeile. Ach ja, nach dem Gameplay-Reveal wurde ja diese Kombination auf Social Media regelrecht zu einem Meme. Und jeder fragte sich, was es nun mit den Fleischpfeilen auf sich hat und was sie im Spiel bewirken werden. Wenn man diesen Pfeil neben einen Gegner schießt, dann dient der einfach als Köder, um den Gegner abzulenken. Wie ihr hier anhand eines Moblins sehen könnt. Nummer 4, Materialien werfen. Ja, richtig gehört, wir können die Materialien nicht nur an Pfeilen befestigen, sondern auch einzeln werfen und somit als taktische Waffen einsetzen. Dafür müsst ihr den R-Knopf drücken, so als würdet ihr in BOTW eure Waffe werfen und sucht euch dann mit Hilfe des D-Pads eines der Materialien aus, um es zu werfen. So könnt ihr beispielsweise mit dem Eisjelly einen Gegner einfrieren. Nummer 5. Mit dieser lilanen Blumenart könnt ihr Gegner verwirren bzw. betäuben. Diese könnt ihr wieder mit Hilfe der Synthese mit einem Pfeil verbinden. Bei Auftreffen auf den Gegnern entsteht eine große lila Staubwolke, die alle betroffenen Gegner verwirrt und sich dann gegenseitig angreifen lässt. Das kann sehr nützlich sein, wenn man es mit großen Gruppen von Gegnern zu tun hat. Nummer 6. Die Donnerblumen aus klassischen Zelda-Teilen sind nun zurück. Sie funktionieren genauso wie jedes andere Material im Spiel. Man kann sie sammeln und im Inventar speichern. Und genauso können sie auch durch Synthese mit Waffen verbunden werden. Eine buchstäblich explosive Mischung. Nummer 7. Waffen kann man nicht mehrmals synthetisieren. Die Synthese ist ein Riesenbestandteil des Spiels. Aber es gibt auch hier Limitationen, die man beachten muss. Wenn man eine Waffe synthetisiert, kann man kein weiteres Material gleichzeitig mit der Waffe verbinden. Man kann die Verbindung aber rückgängig machen, wodurch man jetzt ein anderes Material wieder mit der Waffe verbinden kann. Dementsprechend kann man leider nicht etliche Waffen miteinander verbinden. Ein Item pro Waffe. Nummer 8, Sonai-Geräte. Nach Aonumas Gameplay-Präsentation fragte man sich ja, was die grünen Symbole auf der Karte bedeuten. Jetzt wissen wir, dass die für diesen weirden Kaugummi-Automaten stehen, durch den man Sonai-Geräte erlangen kann. Ihr steckt Sonai-Charge-Material rein und raus kommen zufällige Sonai-Geräte. Diese Geräte wiederum sind die verschiedenen Fahrzeugteile, die wir benötigen, um Fahrzeuge zu bauen und die wir auch schon gesehen haben. Nummer 9. Man kann jetzt von überall aus kochen. Kochen funktioniert weitestgehend genauso wie in BOTW. Ihr nehmt die Zutaten aus dem Inventar und schmeißt sie in den jetzt mobilen und überall nutzbaren Sonai-Kochtopf. Das ist extrem praktisch, um sich unterwegs mit Proviant zu versorgen, falls mal kein Stall oder so in der Nähe sein sollte. Man kann die Rezepte bereits bei den Zutaten nachschauen oder man wirft einen Blick in das brandneue Kochbuch. Dort seht ihr das Rezept sowie die Bonuseffekte des entsprechenden Rezepts. Nummer 10. Die Batterieanzeige gehört zu Link und ist abhängig davon, wie viele Batteriecontainer er bereits hat. Während Aonumas Präsentation sahen wir bereits das Batteriesymbol beim Nutzen der Sonai-Technologie. Jetzt wissen wir sogar mehr darüber. Die Batterien werden beim Arbeiten mit Sonai-Geräten benötigt. Man kann es ganz gut mit der Ausdaueranzeige in BOTW vergleichen, eben nur für Sonai-Technologie. Und genauso funktioniert das Ganze auch. Link trägt die kleinen Batteriecontainer an seiner Hüfte.
und kann scheinbar bis zu 8 Stück gleichzeitig tragen. Außerdem gibt es auch ein Sonai-Batteriegerät, das man an die Fahrzeuge anbringen kann. Diese Batterien werden noch vor Links-Containern aufgebraucht. Nummer 11. Es gibt wohl einen Weg, das Bauen mit der Ultrahand zu erleichtern. Man kann mit dieser Fähigkeit unendlich viel bauen und scheinbar soll es wohl möglich sein, einzelne Fahrzeuge oder Bauten zu speichern und später automatisch erneut bauen zu lassen. Wie nach einer Art Bauplan sozusagen. Quasi ein automatisches Bauen. Nummer 12. Man kann so gut wie alle Projektile zurückwerfen. Diese Fähigkeit haben wir bereits in einem frühen Trailer in Action sehen dürfen. Aber anscheinend kann man wirklich jedes Projektil abwehren und zurückwerfen, falls man das richtige Timing beherrscht. Nummer 13. Wir haben uns ja bereits im finalen Trailer gefragt, wozu diese hellblau leuchtenden Türme auf der Karte sind. Es stellt sich heraus, dass es die neuen Sheikah-Türme sind. Wozu sie genau da sind, wurde nicht bestätigt, allerdings gehe ich anhand eines Gameplay-Schnipsels von IGN davon aus, dass man sich mit diesen Türmen in den Himmel katapultieren kann, um so auch wieder schnell zu den Luftinseln zu gelangen. Nummer 14. Gepanzerte Gegner. Ja, richtig gehört, manche Gegner sind tatsächlich gepanzert. Und damit meine ich nicht diesen dicken Bocklin, der aussieht wie ich nach Omis Weihnachtsessen, sondern diesen, der scheinbar eine Steinrüstung trägt. Der soll nicht stärker sein als normale Bockblins, allerdings wird er wohl wesentlich mehr Schaden einstecken können. Nummer 15. Es gibt leider keine Neuerungen beim Schwimmen, somit ist wohl alles gleich geblieben wie in BOTW. Nummer 16. Bogenschießen im Fall. Vor einiger Zeit wurde diese Mechanik ja bereits durch ein von Nintendo angemeldetes Patent geleakt. Doch nun sehen wir das Ganze auch in Action. Während dem Fallen können wir unseren Bogen ziehen und in jede erdenkliche Richtung aimen. Nummer 17. Alle BOTW-Module sind nicht mehr mit dabei. An sich schade, denn dadurch gibt es wohl keine Windbomben mehr. Allerdings haben wir einen Haufen neuer Fähigkeiten und können jetzt alle Items in noch kreativeren Wegen einsetzen. Ich bin mal gespannt, ob wir ein paar nice Glitches durch die neuen Fähigkeiten sehen werden. Und wie sich das Ganze aufs Gameplay und auf Speedruns auswirken wird. Nummer 18. Das neue Menü wirkt wesentlich aufgeräumter und intuitiver, als das noch in BOTW der Fall war. So wechseln wir jetzt mit L und R zwischen den einzelnen Tabs hin und her und können auf den einzelnen Seiten durch unser gesamtes Inventar scrollen, also viel einfacher. Nummer 19. Die neue Karte zeigt jetzt nicht nur den Boden von Hyrule an, sondern wir können ebenfalls zu den Luftinseln wechseln. Es wird ja viel spekuliert, ob es in TOTK auch einen Untergrund geben wird, doch dazu kann man leider im Preview-Footage nichts erkennen, ausgeschlossen ist es dennoch nicht. Die Karte an sich sieht im Großen und Ganzen aus wie in BOTW. So, das waren alle Neuerungen, die mir auf die Schnelle aufgefallen sind. Falls ihr noch mehr rausgefunden habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht gibt es ja da noch einen Teil 2, falls sich das lohnt. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!